Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Octopath Traveler 2. Wir haben jetzt, glaube ich, die nächste Geschichte für Patito. Richtig, ich hatte hier etwas zu erledigen. Ja, ja, ist Patito. Kapitel 2. Ja, let's go. Herr Patito. Sie so etwas... etwa alle Städte hier auf dem Ostkontinent aus? Sieht schon schön aus. Vollkommen anders als bei uns in Erzrausch, ja. Aber meine gute Nase für Geschäfte schlägt ganz klar Alarm. Schon? Dann will ich mal umsehen. Okay. Dann schauen wir hier mal. Okay, wir haben ein Gespräch. Das mache ich jetzt nicht. Ich will hier... Guck mich mal um hier. Da haben wir eine weitere Mission. Ich habe ein gutes Näschen für Kisten. Geht hier weiter? Nein. Aber da unten kann ich mit dem Boot hin. Wo geht's da hin? Gehört das dann zur Mission? Da hinten ist eine Leiter. Okay. Hier kann ich Zeug kaufen. Ja, verkaufen mache ich mal nicht. Das mache ich mal offline. Die ist nur nachts zu sehen? Eine Gilde? Warte mal, ich wechsle mal. Eine Gilde, die nur nachts zu sehen ist. Das klingt spannend. Drüben ist auch die Brücke zerstört. Ah. Da oben vielleicht. Hier ist eine Bar. In was? In die... Diesem... Willst du nicht hingehen? Die Gilde ist oben. Okay, da will ich nicht hingehen. Her damit. Ha, das wird Folgen haben. Ich hätte schauen... Okay, den könnt ihr vielleicht besiegen? Er hat Speerschwäche. Gelehrte Fähigkeiten... Erfinderfähigkeiten. Ein Schaden. Okay, ich bin tot, ne? Thinking time. Alter, ich bin tot. Ja. Habe ich wohl nicht geschafft. Fliehen. Gut. Ich hätte vorher schauen müssen. Ich bin zu stark. Ich habe nicht drauf geachtet. Sorry.
Sorry, ich gehe wieder. War ja nicht so gemeint. Ich komm. Was ist da hinten? Das sieht auch spannend aus. Das ist ein komplett unnützer Weg hier. Ah, okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was hat mir gerade noch gefehlt, der Sturm? Aus jetzt, wo die Glocke nicht mehr schlägt und ich mir die sehen soll. Ah, okay, weiß. Er weiß, wenn der Zimmermann kommt, die Brücke zu reparieren. Ich fürchte, solange die Brücke nicht begehbar ist, bleibt die Glocke vom Uhrhaus weiterhin stumm. Ich kann da hingehen, ne? Aber wie komme ich ins Wasser? Da wäre auch eine Kiste, sehe ich gerade. Wie komme ich denn da runter? Gibt es hier einen Keller? Ich muss doch hier irgendwo ins Wasser kommen. Das sind überall Kisten. Ich will da hin. Okay, das kann ich vergessen. Ah! Lol. Okay. Hier ist nichts. Hier durch. Kiste. Spitzer Hut. Cool. Da. Okay, perfekt. Ist hier sonst noch was? Okay, jetzt könnte ich hier die Glocke läuten, oder? Kiste. Großer Wappenschild. Ausrüstung. Oh. Wer hat nochmal die Kette? War Batito, oder? Wenn ich das jetzt da reinpacke, das große Wappenschild, wird das zu Plus ausweichen. Oh, das ist gut. Das mache ich. Ey, die Kette ist ja ultra geil. Jetzt habe ich einen Speer, der plus Genauigkeit bringt. Und hier ausweichen, plus 30. Okay. Ja. Gönnung. Nehme ich. Das ist das letzte. Ja, das ist praktisch. Mach ich. Okay. Was ist hier noch? Okay. Oh, ist es hier gefährlich? Da ist eine Kiste. Die Gier schlägt zu. Okay, gibt es jetzt gerade echt gutes Zeug? Was könnte ich auch jedem geben? Okay. Ja, wenn dann noch krasseres Zeug kommt. Ja, war ja, das ist ein cooles Gebäude. So richtig alt, verrottet. So, das gebe ich Ojet, glaube ich. Ihr würde das auch gut tun.
Aber ich gebe das O-Chat. Okay. Was war das nochmal? Ausrüsten? Verringert Feuerschaden erheblich. Ja, okay, nee. So, gibt es hier... Boah, ich hätte so Schiss, hier rumzulaufen. Wieso ist hier ein Speicherpunkt? Was ist da oben? Kann ich gerade sehen, wie gefährlich das Gebiet ist? Gefahrenstufe 44? Was hier? Das sieht schön aus. Ich muss hier raus. Bitte haut doch ab. Game over. Okay, okay, okay. Flieh doch. Ja. Lasst sie zurück und haut ab. Schau, ich gehe hier raus. Die sind hier überall, oder? Ich hatte bis jetzt nur Glück. Raus hier. Ciao. Christi Pfirti. Adios. Alter. Okay, hier komme ich später mal wieder hin. Ein Versuch wert. Ne? Kann man... Geht's hier rein? Hier. Komme ich nirgendwo hin? Okay. Okay. Ja, dann gehen wir Batitomp. Die Mission machen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du fliegen kannst. Ja, ich auch nicht. Hier mal ganz kurz ausruhen. Eine Nacht drüber schlafen. Was für ein Blödsinn ich hier mache. Was steht denn jetzt Gefahrenstufe in diesem Ort? Das steht gar nicht. Also, hier, 44. Das ist der. Okay. Was hier drüben? Hier geht's runter. Hier ist eine Kiste. Als würde ich das Ding riechen, ne? Was hier? Nichts. Hier geht's auch rein. Hä? Ich muss anscheinend irgendwann mal hier rein, oder? Wieso gibt es hier so einen Keller? Hä? Also genau für Partito. Hier mit dem Geld, die Gesetze... gelten nur mal für alle. Huh? Anu? I can't afford to spare the nur über meine Leiche. Ich habe doch gerade erst Steuern gezahlt. Ah, Steuereintreiber. Undankbarer... was? Rotzlöffel. The Rock Company bei allem, was du dem Rupp-Quell-Konzern
zu verdanken hast. Rockwell? Oder Okper, Okzern? Jeder, der in dieser Stadt lebt, will das seine Steuern zu entrichten. Das gilt auch für dich. Für die Kinder? Kinder müssen Steuern zahlen? Die verdienen ja nichts. Also. Ja, das ist ein krasses Modell. My younger siblings will starve without this money. Hm, von wegen, du wirst kein Blatt von mir sehen. Meine Geschwister sind am Verhungern. I don't want to Wer nicht hören will, muss fühlen. But, Moment mal, Freundchen. Was fällt dir ein? Du sollst dich was schämen, ein Kind so einzuschüchtern. Ja. Heute hast du noch mal Glück gehabt, aber ich komme wieder. Hast du gehört, du Bengel, um deinen Steuern kommst du nicht herum. Okay, Digga. Ein richtig sympathischer Typ, ne? Also in Ordnung, Kleiner. Alles in Ordnung, Kleiner? Hm? Silberblätter, da hast du ganz alleine verdient. Alle Achtung. Bring die besser schnell in Sicherheit. Thanks, Yellow Guy. Mach ich. Vielen Dank. Er hat jetzt aber auf Englisch Yellow Guy gesagt. Oder? Gelber Junge? Wer bist du? You there! Yes, you! I saw the whole thing. Was, Stiebchen? Ich habe alles gesehen. Mysteriöser Fremder in Rock Company gelbem Mantel schlägt Rockhirsch Gildeneintreiber in die Flucht. Okay. Was für ein Schlagzeile. Ah, sie ist eine... Okay, Journalistin. Das ist so ein journalistischer Trick. Hast du eine Unterstellung? Ich weiß gar nicht, wie das Meme geht. Der Artikel schreibt sich wie von selbst. Hm. Wie? Wer bist du? Oh, my apologies. Ich Here's my card. Glatt vergessen. Mich vorzustellen. Hier ist bitte. Ori Scrivener for the Delstead Times. Kolumna. Okay. Ori Schreiberin für Delstead Tagesblatt? Und sowas schreibst du auf Pappfetzen? Okay, Pappe. You're a funny one. Why not just tell me who you are? Das hättest du mir doch auch direkt sagen können. That's my business card is why. Pappfetzen? Sondern eine Visitenkarte. Wie eine was? Hm? Kennt man das nicht? That's what this is called. Never seen one of these before. Visitenkarten nennt sich das also? Die sehe ich zum ersten Mal. Okay, Patito kennt das nicht. Bei uns in Erz
Rausch hat sowas keiner benutzt. My, oh my. Ist ja interessant, im Westen ein unbekannter Geschäftsrauch. Don't tell me you don't have newspapers either. Zeitungen kennst du doch sicher, oder? Nein. Here you go. Today's Gazette. Sieh mal, für diese hier schreibe ich Nachrichten. Nimm ruhig. Okay. Danke. Gedruckte Nachrichten. Ihr seid wirklich innovativ. Alter, ich hab's gerade mit dem Lesen hier im Osten. Sorry, Leute. Hey, thanks. Ist schlimm. I'll give it a read for sure. Danke dafür. Ich schau später mal rein. Okay. By the by, sag mal, kannst du mir vielleicht etwas über diese Rockwall-Konzern sagen? Why, it's the enterprise owned by the world famous business tycoon Rock Brilliant. Das ist die Firma von Rockwell Brillante? Aha. Ach so, doch. Onkel Rockwell? Mr. Rock? Onkel Rockwell? Rock hat die Firma vor 8 Jahren gegründet. Sie ist sofort gigantisch geworden. Was produzieren die? Heute gibt es hier niemanden, dem sein Name kein Begriff ist. Liegt natürlich an der Dampfmaschine. Ja gut, jetzt sind wir eben in der Fabrik, oder was? Steam Engine. Hast du Dampfmaschine gesagt? Dampfmaschine? Dann hat er mit der Idee tatsächlich Erfolg gehabt. Überrascht mich natürlich nicht wirklich. Cool. Revisions, textiles, you name it. Nahrungsmittel, Kleidung in dieser Stadt wird so gut wie alles damit hergestellt. Nahrung? Selbst die Zeitungen werden mit Dampfkraft produziert. Ja, das ist cool. It's made the efficiency of manufacturing and transportation Der Druck up. Und Transport geht jetzt viel leichter von der Hand. Die Dampfmaschine hat zu einer Industrialisierrevolution geführt. Cool. Ist ja irre. Thanks to his timely investments, Rock Brilliant hat sich zu einer der riesigsten Männer der Welt gemacht. Den reichsten Männern der Welt. Wieso nicht Frauen? Huch, hab ich was Falsches gesagt? Wenn er wirklich so viel Geld hat, sollte es auch der Stadt gut gehen. Aber wenn ich mich hier umgucke, sehe ich nichts als Armut. Jeder, der hier lebt und von den Dampfmaschinen profitiert, muss Steuern zahlen. Ja, gut. Even the poor have to pay a heavy tax burden. Sehr cool, ich habe sie ganz ins Herz geschlossen. Ja, Ori? So wie das Spiel Ori. Sorgt die Ärmsten der Armen werden ausgequetscht. No one around here is willing to oppose the Und rock niemand hat den Schneid dagegen anzugehen. Einfach einen Aufstand machen, dann geht schon. Dann muss ich das wohl tun. Ich werde mit Onkel Rock reden. Rockwell. Er ist mir eh ein paar Antworten schuldig. Excuse me. I didn't catch your name. Unglaublich, dieser Mut,
Wer bist du eigentlich? Oh, pardon. Didn't mean to be rude. Wie unhöflich von mir. I'm a traveling merchant. Ich bin Partito, Händler auf Reisen, und das hier ist meine Visitenkarte. Geld? A silver coin? Eine Silbermünze, gut. Das ist eine gute Visitenkarte. Ganz genau. Danke für die vielen Informationen. Okay. Vagrant Peddler Partitio, Sensor, Steam Händler Tycoon Rock. Auf Reisen bietet Struck-Som. Skurz-Som. Multimillionär die Stirn. Okay. Was für eine Schlagzeile. Der Artikel schreibt sich wie von selbst. Cool. Sie ist ja süß. Aber erst muss ich noch etwas recherchieren. Okay. Da jetzt reingehen? This is Mr. Rock's factory. Das muss die Fabrik von Onkel Rockwell sein. Hier steht er also diese Dampfmaschinen her. Es ist viel zu komplex. Unglaublich. Was macht er jetzt da? Doch halt noch mal in Ruhe von vorne. Also theoretische ließen die Effizienz der Verbrennung sie damit muss ums Vierfache steigern. Okay, er ist Ingenieur, oder? Allerdings bringt das nichts, wenn der Boiler dem Druck nicht stand. Halten kann. Hopp, alles in Ordnung? Huch, ich war so in Gedanken versunken. Ich bitte um Verzeihung. Schon gut, aber pass lieber auf, wo du hinläufst. Was hätte er denn gemacht, wenn da genau ein Feuer gestanden hätte? Natürlich. Kannst du mir vielleicht sagen, wo ich Rockwell brillant finde? Rock? Wie? Du meinst den Direktor? Ja, natürlich im schönsten Gebäude, ne? Er müsste dort in der Zentrale sein, aber ich muss jetzt weiter. Bis dann. Okay, wir sehen uns noch. Er übernimmt dann die Fabrik, wenn wir hier alles auseinandergenommen haben. Wenn wir also den Boiler um ums Vierfache verstärken, dann. Er rennt sicher gleich ins nächste Hindernis. Aber gut, ich muss in die Zentrale und Onkel Rockwell finden. Oh, die Buchhaltung. Verzeiht die Störung, Direktor. Es geht gut voran mit dem Eintreiben der Steuern. Aber wenn die dank der neuen Tagelöhnersteuer können wir unsere Einnahmen bereits vervierfachen. So funktioniert aber Wirtschaft nicht. Wenn man von allen alles nimmt, dann hat man halt ganz viel Geld. Aber die anderen haben halt nichts und die kaufen ja dann auch nichts.
Und die hauen dann irgendwann ab oder sterben. Das ist ein Minusgeschäft, immer. Ich verstehe das nicht. Dank der neuen, ja, Tagelöhner. Allerdings gibt es immer noch Gebiete, aus denen sich mehr rausholen ließ. Revolution, ja. Das stoße ich jetzt hier gleich an. Gut. Diese Stadt und die ganze Schimmerlandregion sind wie verwandelt. Aber die Industrialisierung hat gerade erst begonnen. Die Dampfmaschine wird auch noch den Rest der Welt verändern. Ja, dass du das komplette Geld hast und niemand nichts mehr hat. Sobald uns die Massenproduktion dieser Maschine gelingt, ist der Vormarsch der Technik nicht mehr aufzuhalten. Aber sie soll der Menschheit dienen und nicht ihren Untergang beschwören, ne? Das kann ich auch nicht verstehen und ich bin kein Wirtschaftsexperte. Ja, ich auch nicht, aber ich... Ist halt blöd, ne? Ich kann mit... Ja. Also, es gibt halt überhaupt keinen Sinn, ne? Ihr seid ein wahrer Visionär, Direktor. Ja, Visionär. Gieriges Arschloch. Das Konzept von... Reichtum folgt simplen Gesetzen. Ja, wenn alle Leute Geld haben und sie das für das Zeug ausgeben, was du besitzt, dann bist du reich. Aber wenn die Leute kein Geld haben, kauft sie nicht das, was du hast. In den falschen Händen verpufft Geld für kurze oder lange lang wie eine staubige Wolke. Ja, cool. Doch in den Händen der richtigen erblühte es wie eine Blume und bringt mit seiner Trickkraft die Welt voran. Treibkraft die Welt voran. Ich glaube, er versteht da irgendwas nicht. Ah, okay. Ab zum Direktor. Warte mal kurz. Ja, komm mit. Ja. Gut. Kann ich einfach reingehen. Hallo, Sir. Howdy there. Guten Tag, ich bin Patito, Händler auf Reisen. Und ich würde gerne mit Onkel Rockwell reden. Mr. Rock? Onkel? Sorry, I didn't make an appointment, but Termin habe ich leider nicht, aber wenn er meinen Namen hört, sagt er sicher nicht nein. Denn könnte ja jeder kommen. Der Direktor ist ein vielbeschäftigter Mann. Ja, der hockt den ganzen Tag da oben und zählt sein Geld. So wie Gollum. Ja, Geld. Ja, sorry. Ich muss da ein bisschen böse sein. Das hat mir noch gefehlt. Du schon wieder? Willst du aufs Maul? Ich bin ein alter Freund von eurem Direktor und hab was mit ihm zu besprechen. Ich bedauere aber, der Direktor ist außer Haus. Auf Wiedersehen. Das war eine eindeutige Lüge. Er ist nicht da. Da kann man nichts machen. Danke trotzdem. Tut mir leid für die
Umstände. Hier, nimm das. Wie eine Silbermünze? Geld. Jetzt geht er wieder in den Keller und, zählt sein Geld nach. I never said a word about going home. Wo ich schon mal hier bin, kann ich mich auch gleich in die Fabrik umsehen. Onkel Rockwell zurück. Bis Onkel Rockwell zurückkommt. Dann schauen wir, machen wir mal eine Tour da drin, oder? Kann ich da jetzt einfach reingehen? Ah, kann sie ihn bezirzen? Der ist gut. Moment mal, denkst du, ich schlafe? Hä? Okay. Diese Person provozieren bei eigentlich. Er ist stark. Aber ich könnte es gewinnen. Wie sieht's von Wache? Nee. Könnte ich das schaffen? Weil meine Tiere sind teilweise stärker. Ich probier's mal. Er hat Schwert. Ich sehe leider die Schwäche nicht. Provozieren. Bogen. Okay, Schwäche. Sehr schön. Objekt. Das schaffe ich. Okay, er macht genauso viel Schaden. Nochmal. Da ist er gebrochen. So. Akala. Event. Alle Gegner. Doppelhieb. Sollte ich wieder ihn einsetzen? Bin mir nicht sicher. Das ist die Schwäche, die ich weiß. 2400 Schaden. Okay. Objekt. Bär? Let's go. Objekt. Heilen. Okay. Vorbei. Objekt. Heilen. Objekt heilen. Okay, Schwert wird er nicht haben, oder? Schwertschwäche. Nee. Doch, eins reicht, glaube ich. So, hier. Bam.
ist ein fieser Angriff. Das fies. Objekt, Heilung, davon habe ich ja genug. Objekt. So, jetzt greife ich an. Alter. Nee. Eins reicht, oder? Und... mal probieren. Okay. Ja, jetzt bist du tot. Igelchen, greif an! 2400. Besiegt. Das war komplett unnötig, was ich jetzt gemacht habe. Gut gemacht. Das war so unnötig. Ich lieb's. Ah, okay. Das ist also eine Dampfmaschine. Hm. Da dampft ordentlich. Aber ja, eigentlich zu erwarten. Okay, Rockwell, du hast wirklich das Näschen-Zeitalter eingeläutet. Octopath Traveler 3? Was das dann wird? Ich freue mich drauf. Die hier sieht irgendwie anders aus als der Rest. Als mobil ist vielleicht? Nein, ist das Rauch? Ah, die brennt! Vorsicht, weg da, schnell! Alles in Ordnung, tut mir leid, an der Maschine... tüftele ich gerade rum. Okay, nichts passiert, ich... und ich bin ja selbst schuld. Und du bist doch der Kerl von gerade eben. Wie kann... kennen wir uns etwa? Nur flüchtig an der Maschine hier arbeitest du also gerade? Ja, der Bau einer herkömmlichen Dampfmaschine ist äußerst aufwendig und zeitintensiv. Darum arbeite ich an einem neuen Verfahren für Maschinenproduktion. Nicht schlecht. Wenn wir auch andere Länder mit Dampfmaschinen beliefern könnten, würde das die weltweite Produktion von Waren gewaltig erhöhen. Ja, und dann schmeißen wir alles weg, die Meere sind verschmutzt. Ja, und so weiter und so weiter. Durch mehr Waren würde auch neue Arbeitsplätze entstehen, ja, und der Klimawandel. Ja, dann können die Menschen überall in Wohlstand leben. Ja, und dann werden sie vergiftet von der Umwelt, die wir geschaffen haben. That's my dream. Ja, das ist mein Traum. Ja, schön, schöner Traum. Ja, großartig Vorstellung, du bist... ein Mann nach meinem Geschmack. Really? Wie vielen Dank? But allerdings gibt es noch ein Problem. Um die Produktion steigern zu können, müssen die Kosten gesenkt werden. Aber wenn wir für den Boiler billigere Materialien verwenden, wird er instabil. Ah, es geht darum, mehr Geld zu machen mit weniger
Ja, und explodiert wie der von vorhin, ja? Leider Unfälle dieser Art würde der Verbreitung der Dampfmaschine sicher im Weg stehen. Ja? Du brauchst also ein ebenso preiswertes wie widerstandsfähiges Material. Mich. Okay, Sebastian, okay. Herausforderungen angenommen. Ich mach mich gleich auf die Suche. You will? Wirklich? Aber how? Wer bist du überhaupt? Who are you? Ich bin der Typ. Ich bin Yellow Kid. Ich bin Patricio, Händler auf Reisen, und ich werde dafür sorgen, dass dein Traum von einer besseren Welt wahr wird. Schlimme Träume, Sebastian. Ah. Okay, Material für den Boiler, das muss was Besonderes sein. Muss was Besonderes her, ja? Günstig und robust. Da können mir ein Waffenhändler doch sicher weiterhelfen. Ich bin richtig aufgeregt. Okay. Ich bin aufgeregt, Leute. Ist stärker. Ah, ich kann. Ich bitte ihn einfach mal darum. Danke. Ah, geht leider nicht. Mal. Ah, der ist wieder. Das wollte ich gerade nicht. Ah, das. Hä? Also, es geht ja nur nachts. Stimmt. Warte mal. Ich frag dich mal kurz. Gibst du mir dein ganzes Zeug? Kann ich das einfach so nehmen? Bitte gib mir. Hä? Bitte gib. Okay, das geht nicht. Bitte gib mir dein ganzes Zeug. Danke. Oh, da ist der Waffenhändler. Okay, guten Tag. Hereinspaziert. Von Waffen bis Rüstungszeug habe ich alles da. Cool. Ich suche eine hitzebeständiges und stoßfestes Metall. Fällt dir da irgendwas ein? Es muss deutlich widerstandsfähiger sein als Eisen sein. Stärker als Eisen? Platin? Nee, wie heißt das? Titan? Aha, wenn es so ein Material gäbe, wäre ich schon längst stinkreich. Verstehe. Trotzdem vielen Dank. Hey, warte mal, mein Freund. Kannst du hiermit vielleicht was anfangen? Das kannst du haben. Was denn? Ein Metall namens Chronit. Je mehr Hitze man es aussetzt, desto härter wird es. Oh, das wäre ja ideal. Sogar härter als Eisen. Aber du bist jetzt nicht reich, oder? Bei Zimmertemperatur bringt es allerdings gleich. Darum ist... Was?
allerdings bei Zimmertemperatur bringt es allerdings leicht. Darum ist es für Waffen und Rüstungen vollkommen unbrauchbar. Es bricht leicht. Aber es muss ja Druck aushalten, oder? Das heißt, es müsste die ganze Zeit unter Druck stehen, unter Hitze. Es ist auch leichter als Eisen, darum wird es zum Bau von Urnen verwendet. Ja. Metall, das bei hohen Temperaturen härter wird. Klingt irgendwie ideal für Pilor. Die sind schließlich immer heiß. Nee, weil irgendwann müssen die ja abgekühlt werden, gewartet. Und wenn da was schief geht, ich weiß nicht. Such ist das jedenfalls wert, ja, das sowieso. Ich versuche immer gleich alles zu analysieren. Ich sollte damit aufhören. Chronit. Okay. Hier mal ganz kurz. Mal kurz pennen. Ganz wichtig. Einmal durchschlafen. Alle sind fit. Ah, da oben, ich sehe es schon. Da war die Gilde. Aber jetzt zuerst hier. Leute. Das war's für die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und vergesst die Glocke nicht, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Und in der Infobox seht ihr die Livestream-Termine. Schaut mal rein, sind nette Leute. Hab euch alle lieb. Ciao, ciao.